Wir wollen der beste Arbeitgeber in der Branche werden. Der Arbeitsmarkt ist angespannt, die Leute suchen es aus, wo sie hingehen wollen, für wen sie arbeiten wollen, und wir wollen, dass sie zu uns kommen. Und uns ist auch klar, dass wir da was dafür tun müssen, nämlich eine Atmosphäre zu schaffen, wo sich Mitarbeiter wohlfühlen und eine gute Leistung abliefern können. Und da ist so ein Experience Award natürlich eine gute Messlatte, weil man kann sich dann gut vergleichen mit anderen, wo man steht. Man kann auch das Feedback auswerten und Dinge verbessern, die vielleicht noch nicht so gut sind, aber mit dem Ziel, der beste Arbeitgeber der Branche zu werden. Na, auf keinen Fall. Wir haben mitgemacht und waren beim ersten Mal sogar ein bisschen überrascht. Weil die Kultur bei 3 ist so, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr, sehr offen sind. Das heißt, sie können auch Kritik an gewissen Dingen oder Zuständen ganz offen äußern und sind auch sehr kritisch und halten nicht hinterm Berg damit. Gleichzeitig ist es aber scheinbar auch so, dass sie die Zufriedenheit gerne äußern. Und wir haben mitgemacht, weil es diesen Award zum ersten Mal gab und uns das Thema an sich eben als sehr wichtig erschien. Darum war das für uns ganz klar. Und als wir ihn dann wirklich gewonnen haben beim ersten Mal, haben wir uns sehr gefreut und haben nicht damit gerechnet. Also man muss noch nicht die beste Experience bieten, um mitzumachen. Es wird sehr positiv aufgenommen. Wir kommunizieren das natürlich sehr, sehr gerne durch alle Führungsebenen, an alle Mitarbeiter, an alle, die es wissen wollen, und auch hinaus auf den Markt, weil wir sehr stolz sind auf das Ergebnis und uns extrem freuen, wenn unsere Mitarbeiter uns das so zurückspiegeln, dass wir doch viele Dinge richtig machen, um ein gewisses Wohlfühlen am Arbeitsplatz herstellen zu können, was, glaube ich, heutzutage bei einem sehr angespannten Arbeitsmarkt sehr, sehr wichtig ist, als Differenziator zu anderen Unternehmen sehr gut dienlich ist. Der Unterschied ist der, dass wirklich unsere Mitarbeiter selbst ihre Stimme abgeben können. Das heißt, es ist wirklich eine Befragung, wo dann eine relevante Stichprobengröße auch für die Validität des Ergebnisses steht. Das hat uns überzeugt von Beginn an. Und es gibt letztendlich in Österreich nur einen Employee Experience Award.